Bei Me und My Mercury zeige ich euch heute, wie man am besten seinen Motor pflegen kann. Für die optimale Pflege außen am Motor empfehle ich euch, immer ein Produkt zu nehmen. Denkt immer ein bisschen an die Umwelt, die ist biologisch abbaubar in diesem Fall und die ist auch nicht aggressiv, sprich wir können hier überall drauf sprühen, ohne irgendwas zu beschädigen an dem Motor. Das sprühe ich dann ganz normal so ein, habe in diesem Fall auch eine schöne weichte Borste, die auch in der Fahrzeugpflege auch benutzt wird, dementsprechend bin ich mir auch sicher, da entstehen auch keine Kratzer, kann dann dementsprechend auch den Motor dann auch schön abwischen und dann kriege ich den auch soweit dann auch sauber. Bevor ich aber ans Abledern komme, muss ich natürlich das Ganze dann nochmal mit Wasser dann absprühen. Wenn ich das mache, bitte immer darauf achten, nicht in den Lufteinlässen einzusprühen. Ansonsten wird der nächste Startversuch nicht so glücklich verlaufen. Mit dem Mikrofasertuch könnt ihr das Ganze dann auch schön abtrocknen und dann entstehen auch dementsprechend keine hässlichen Kalkflecken auf diesem wunderschönen Lack. Nachdem wir uns um das Äußerliche gekümmert haben, kümmern wir uns jetzt um das Innerliche. Und zwar verwenden wir dafür entweder diese Spülohrenanschlüsse oder den dafür vorgesehenen Spülanschluss. Wenn wir einen Spülanschluss benutzen, wo wir jeglichen Gartenschlauch anschließen können, um den Motor von innen durchzureinigen, bitte den Motor nicht dabei laufen lassen. Warum ist das Spülen so wichtig? Es gibt zwei Gründe, warum es so wichtig ist. Und zwar das eine sind Salzkristalle und das andere sind Kalkablagerungen. Wenn wir den Motor nicht richtig durchspülen, dann setzt sich das sehr schnell zu. Die Kühlkanäle werden immer kleiner und der Motor kann dann dementsprechend auch schneller überhitzen. Deswegen ist es wichtig, auch nach jeder Benutzung den Motor einmal durchzuspülen. Mein Tipp am Ende ist es genauso wie wir anzugehen. Und zwar, wir bauen die umweltlich freundlichsten Motoren. Benutzt ihr dann also bitte umweltfreundliche Reinigungsmittel. Somit haben wir alle unseren Beitrag gemacht. Bis dahin, viel Spaß auf dem Wasser.